Liebe Freunde des Rechts, es ist Montag. Wir haben einige spannende juristische Themen aus dem Wochenende, die wir heute diskutieren können. Zunächst mal wieder Gil Ofarim und was jetzt die neue Rechtslage ist, wo sich so allmählich abzeichnet, dass vielleicht die Geschichte etwas anders ist, als sie erzählt wurde. Dann haben wir den Hashtag Nazi Erika und die spannende Frage, wann darf ich eigentlich jemanden als Nazi bezeichnen? Wann ist es eine Beleidigung? Wann ist es Wahrnehmung berechtigter Interessen? Da schauen wir uns die Rechtsprechung an. Und zu guter Letzt ein Stück zu RT Deutschland, Russia Today und diese Headline, die am Wochenende mich ein wenig beschäftigt hatte und ganz lehrreich zeigt, wie eigentlich, ja, Russia Today arbeitet und wahrgenommen wird. Aber fangen wir mit dem ersten Thema an. Wir haben das Thema schon mehrmals behandelt. Wir haben am Anfang uns gefragt, wie ist eigentlich die Rechtslage, wenn ein solcher ungeheuerlicher Vorwurf im Raum steht? Gil Ofarim sagte, er sei ja diskriminiert worden, durfte nicht einchecken, es sei denn, er würde seinen David-Stern wieder einpacken. Wir haben uns Gedanken gemacht in der letzten Woche zu Beweislastregeln und jetzt haben wir die neue Entwicklung, dass die Bild am Sonntag herausgefunden hat, dass vielleicht die Geschichte hinsichtlich des David-Sterns anders war, als wir bisher gedacht haben. Also hier wird ein Bild aus der Überwachungskamera gezeigt, was also zeigt, dass wir nichts sehen vom David Stern, dass dieser möglicherweise doch nicht vorhanden war. Hat er ihn weggepackt oder hatte er ihn nie dabei? Was wir im Augenblick nicht wissen, ist, was wirklich gesagt wurde. Wir wissen nicht, wo Herr W. steht, denn hier in der Theke wahrscheinlich nicht, das scheint eher eine Dame zu sein. Wir wissen nicht, woher die erste Bemerkung kam, aber wir wissen natürlich noch, was Herr Ofarim auf Instagram gesagt hatte, nämlich, ich stehe hier mit meiner Kette, steht mir auch zu, macht er immer so. Das erweckt den Eindruck, dass er diese Kette auch da drin in der Lobby getragen hat. Und er sagte, dass zum ersten Mal von irgendeiner Ecke, das kann auch von hinten gewesen sein, die Bemerkung kam, packt den Stern weg. Und Herr W. soll diese Bemerkung wiederholt haben. Und das ist ein springender Punkt. Packen Sie die Kette weg. Das ist also die Aussage, die Herr W. getroffen hat. Schauen wir uns mal nur die juristische Seite an. Eine Meinung sich zu bilden, das kann jeder selbst. Ich versuche hier eigentlich nur die juristische Sache zu ergänzen. Wir hatten uns nämlich schon angeschaut, wie ist das Verhältnis zwischen Westin und Herrn H., das Arbeitsrechtliche. Kann man wegen so etwas kündigen? Sollte man es? Ist das überhaupt denkbar? Wir haben herausgefunden, dass Herr W. Strafanzeige erstattet hatte gegen Herrn Ofarim aus den Paragraphen 186, 187 wegen Verleumdung, das ist StGB und da gibt es die Besonderheit, dass hier eine Beweislastumkehr stattfindet. Herr Ofarim muss beweisen, dass die Aussage von Herrn W. so getroffen wurde und nicht Herr W. muss beweisen, dass sie nicht der Wahrheit entspricht. Das ist also eine Besonderheit, die da seit 1870 im Gesetz so drinstehen. Wer in Bezug auf eine andere Person etwas sagt, was geeignet ist, diesen verächtlich zu machen in der öffentlichen Meinung, der macht sich strafbar, es sei denn, er kann die Wahrheit beweisen. Wir haben eine andere Beweislastumkehr im AGG, die im Verhältnis zwischen Ofarim und Westin gilt. Aber heute wollen wir uns mal diese Anspruchsrichtung betrachten. Man könnte ja sagen, was hat das Westin jetzt eigentlich für Ansprüche gegen Ofarim, wo doch das Westin wahrscheinlich einen ganz ordentlichen Shitstorm erlitten und damit vielleicht auch einen Reputationsschaden erlitten hat. Ist das für sich genommen bereits ein Auslöser für Schadensersatzansprüche? Kann das Westin jetzt von Herrn Ofarim die Kosten für die Anwälte, für die Security bei der Solidaritätsdemo und vielleicht zurückgegangene Buchungen, Umsatzausfälle verlangen? Nun, nicht jede Reputationsverletzung führt zu einem Schadensersatzanspruch und auch die Anwendbarkeit von Ehrverletzungsdelikten gegenüber juristischen Personen ist nicht im vollen Umfang so gegeben wie für natürliche Personen. Für die Frage, was für Äußerungen sich ein Unternehmen anhören und gefallen lassen muss, kommt es wie immer mal wieder auf die Frage an, haben wir eine Wertäußerung, dann müssen wir die Abwägung zur Meinungsäußerung finden oder haben wir Tatsachenbehauptungen? Und wie immer, Tatsachenbehauptungen sind nicht von der Meinungsfreiheit geschützt. Deswegen heißt es ja Meinungsfreiheit und nicht Redefreiheit wie in Amerika, was ja der entscheidende Unterschied ist. Artikel 5 Grundgesetz schützt nie eine falsche Tatsachenbehauptung. Und deswegen ist es in diesem Fall, sollte sich herausstellen, dass Herr Ofarim eine falsche Tatsachenbehauptung aufgestellt und verbreitet hat, dann hätte das Westin aus den Paragraphen 823 oder 824 BGB Schadensersatzansprüche oder Ansprüche auf Unterlassung. Und das könnte durchaus teuer werden.
ist auch hier wieder hypothetisch. Wir wissen nicht ganz genau, wie die Rechtslage dazu sich entwickelt oder was wirklich passiert ist. Denn wie gesagt, die Tonspur wissen wir nicht. Wir sehen nur, dass irgendetwas mit dem Stern vielleicht anders war als ursprünglich in der Schilderung wiedergegeben. Ja, und dann haben wir ein anderes Thema, was gestern auf Twitter getrendet ist, und zwar Erika Steinbacher wurde betitelt als Nazi-Erika von der Taz, der linken Tageszeitung, die sich mit dem Thema befasste, warum eigentlich die Stiftung, die AfD-nahe Stiftung, der die Frau Steinbacher vorsteht, Gelder bekommt von Steuermitteln und ob das im Anbetracht der politischen Gesinnung von Frau Steinbacher, die aus der CDU ausgetreten ist, eigentlich so eine gute Idee ist. Erika Steinbacher verwies an der Stelle darauf, dass sie auf gar keinen Fall Nazi sein kann. Sie war schließlich lange Jahre bei der CDU und hat dort viel Gutes getan. Unter anderem darauf hingewiesen, dass der Herr Lübcke ein schlimmer Mensch ist und dort auch einen Tweet, einen Facebook-Post eröffnet, unter denen dann verschiedene Kommentatoren womöglich rechtswidrige Inhalte ausgetauscht haben. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema. Frau Steinbacher rühmt sich an der Stelle auch mit ihrer Mitgliedschaft in der deutsch-jüdischen Gesellschaft, die allerdings postwendend geantwortet hat, dass Frau Steinbacher doch bitte in der nächsten Woche nicht zur Veranstaltung kommen soll. Sie ist dort nicht erwünscht. Hier geht es jetzt aber um die Frage, unter welchen Umständen darf ich jemanden eigentlich als Nazi bezeichnen? Und das ist eine Frage, die wurde schon häufiger in der Rechtsprechung diskutiert, zum ersten Mal sogar 1947, so wie ich in den Datenbanken gesehen hatte. 1947 ging es darum, dass jemand als Nazi beschimpft wurde, ohne dass damit aber die Aussage verbunden war, dass die Person mit nationalsozialistischen Umtrieben betroffen oder befasst war. Ja, es kann es auch 1947 gegeben haben, dass Leute nicht Nazis waren. Später geht es aber immer wieder um die Frage, in welchem Kontext fällt die Äußerung? Wenn ich jemanden auf der Straße anspreche und sage, ey, du Nazi, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Geringschätzung, eine Beleidigung, weil ich damit nicht eine Auseinandersetzung in der Sache oder gar mit politischer Gesinnung vornehmen möchte. Es gab eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sich mit der Frage auseinandersetzte, kann ich jemanden Nazi nennen, der beispielsweise Reden von Adolf Hitler abspielt oder im Verdacht steht, Drohanrufe mit nationalsozialistischem oder rechtsextremen Gedankengut zu verbreiten? Da hatte vorher ein Amtsgericht noch verurteilt, aber das Bundesverfassungsgericht hatte gesagt, wenn hier eine Auseinandersetzung mit einer politischen Gesinnung stattfindet und ein Anlass dafür besteht, dass der bezeichnete Betroffene eine Nähe zu Rechtsradikalismus oder nationalsozialistischem Gedankengut hat, dann ist eine solche Bezeichnung zulässig. Man muss im Einzelfall auch näher abwägen, wie stark die Äußerung in den Schutzbereich von Artikel 5 Grundgesetz fällt. Handelt es sich um eine Äußerung im privaten Rahmen, die weniger schutzfähig ist, oder handelt es sich um eine öffentliche Diskussion? Und da würde ich sagen, auch wenn man die Taz vielleicht als parteilich links oder was auch immer bezeichnen mag, so ist das eine öffentliche Diskussion von gewissem öffentlichem Interesse, die sich gerade auch um die politische Einstellung von Erika Steinbach befasst, sodass in diesem Falle 193 StGB, Wahrnehmung berechtigter Interessen, in die Abwägung einfließen dürfte. So komme ich persönlich zu der Einschätzung, dass in diesem Fall diese Bezeichnung zulässig sein könnte. Ob es guter Stil ist und ob wir nicht den Begriff dadurch abnutzen, steht auf einer anderen Seite, aber eine strafbare Beleidigung würde wohl hier eher nicht vorliegen. Und jetzt haben wir ein Thema, was ich am Wochenende näher betrachtet hatte, nämlich da hatte Karl Lauterbach irgendetwas mal wieder zu Covid und Kindern getweetet und dann hatte ein Landtagsabgeordneter aus Niedersachsen diese Headline darunter gepostet. Allerdings hatte er das Logo von RT.de weggelassen. Die Headline lautet also, Bilanz des PEI, Paul-Ehrlich-Instituts, deutlich mehr Kinder mit Impfreaktion als mit Covid-19-Diagnose im Krankenhaus. Und das ist ein wundervolles Beispiel dafür, wie Überschriften von Russia Today Deutschland gestaltet werden. Denn
kann sich jeder selbst mal überlegen, was sagt denn diese Unterüberschrift aus und was ist dann die logische Konsequenz und Wertung? Hier werden also zwei Sachen miteinander verglichen, nämlich die Anzahl der Kinder mit Impfreaktionen und die Zahl der Kinder mit Covid-19-Diagnose, die im Krankenhaus sind. Und die spannende Frage ist, meinen wir jetzt Kinder mit Impfreaktionen im Krankenhaus versus Kinder mit Covid-19-Diagnose im Krankenhaus oder vergleichen wir die Krankenhauszahlen mit Impfreaktionszahlen? Vom Sinngehalt wäre beides denkbar und nur eine der beiden Auslegungen ist auch nur annähernd durch die Zahlen vom Robert-Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut nachvollziehbar. Denn die Wahrheit, objektiv gesehen, was man dem Artikel bei genauerer Betrachtung durchaus entnehmen kann, ist folgende. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Kindern, die mit Covid-19 im Krankenhaus sind. Erstaunlicherweise mehr als 1% der positiv Getesteten. Da kann man sich jetzt fragen, da sind natürlich viele, die infiziert sind, aber nicht getestet sind. Aber 1% von den positiv Getesteten sind später im Krankenhaus, beziehungsweise die Zahl derer, die im Krankenhaus sind, ist etwa 1%, um das genauer zu sagen. Die Zahl derer, die aufgrund einer Impfung eine Impfreaktion haben, die dann auch als Verdachtsfall gemeldet wird, ist ein bisschen höher als die Zahl der Kinder, die im Krankenhaus sind. Es bedeutet allerdings nicht, dass die Kinder mit Impfreaktionen im Krankenhaus sind. Und genau das ist der Eindruck, der ja hier eigentlich entsteht. Es wäre ja grauenvoll, wenn man eher mit einer Impfung ins Krankenhaus kommt, als mit der Krankheit, vor der eigentlich die Impfung schützen sollte. Und so ist es natürlich nicht, obwohl dieser Eindruck jetzt hier entsteht. Betrachtet man nur die Zahlen, die auch hier in diesem Artikel verlinkt werden von diesen beiden Studien, dann sieht man, dass die Wahrscheinlichkeit, mit Covid-19 ins Krankenhaus zu kommen, vermutlich 14 Mal höher ist. Auch da wiederum alle möglichen Unwägbarkeiten mit den damit verbundenen Zahlen. Aber wir sehen, wer diese Überschrift gemacht hat, hatte ganz bewusst diesen Vergleich aufgebracht, nämlich Krankenhausaufenthalt durch Covid-19 und Krankenhausaufenthalt aufgrund von Impfreaktionen. Im weiteren Verlauf des Artikels sieht man genau auch die Fragestellung oder der Rückschluss, nämlich, dass die Impfung womöglich gefährlicher ist als die Erkrankung. Das geben zumindest diese Zahlen nicht her oder die Betrachtung der Hospitalisierung. Und da kann man sich dann natürlich fragen, was ist denn der Zweck von einer solchen Berichterstattung? Nun, zum einen bedient es Menschen, die solche Artikel gut finden, wie zum Beispiel der ehemalige AfD-Abgeordnete, der das gepostet hatte. Es bedient diejenigen, die genau das glauben wollen, nämlich dass mehr Menschen mit Impfungen sterben oder ins Krankenhaus geraten als aufgrund der eigentlichen Erkrankung. Und dann ist es natürlich so, dass Russland, die ja RT Deutschland finanzieren, wohl auch eine eigene Agenda haben. Da kann man natürlich sagen, das hat vielleicht die Deutsche Welle auch oder das Goethe-Institut irgendein Interesse, aufgrund von öffentlichen Geldern im Ausland etwas zu bewirken. Aber das Interesse von Russia Today ist offenbar nicht objektiv über die Wirkung von Impfungen aufzuklären, sondern womöglich eher Missinformationen zu verbreiten, die dann wiederum aufgenommen wird von Menschen, die das gleiche Interesse verfolgen. Warum auch immer. In diesem Sinne, bleibt gesund.